Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu The Infected und Besuch ist auch im Anmarsch. Wie wir gerade merken. Bitte. So, ein bisschen Eisenknibbels. Die kommen hier rein. Wir können eigentlich hier die Steinkiste mal auffüllen. Wie gesagt, wir wollen los zum Aluminium. Allerdings erst am nächsten Tag. So, nehmen wir mal raus. Dann packen wir einen neuen Rinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hau rin. Sehr schön. So, wie viel sind noch drin? 3, ne? 1, 2, 3, die kriegen wir hier rein, oder? Jo. Haben wir zwei Kisten wieder leer, das sind Träumchen. Denn passt das. Dann können wir nämlich eine Kiste gleich wieder mit rübernehmen. Die hier füllen wir einmal auf. Was sein muss sein, Essen müssen wir uns gleich mal besorgen. So. Zack, alles raus hier. Jo, der arbeitet. Das kannst du hier gleich reinzimmern, mein Freund. Ist ja schon fast voll. Okay. Lass ihn mit. Ab und zu müssen wir die hier auch mal leer machen. Das war's an Story, ne? Na, okay. Aber hier müssen wir noch einmal. Zack. Und hier müssen wir noch einmal. So, Eisen haben wir aber wirklich nicht mehr so den Mangel. Die Kiste ist voll. War nix. Die andere nehmen wir mit. So, den stellen wir hin, das Schmuckstück. Haben wir noch Story 1 decken? Wahrscheinlich, ne? Ja, aber nicht viel. Die haben wir hier gleich in die Schmiede. Moment. Das Eisen kommt erstmal hier rein. So, hat sich ja auch schon wieder gut angesammelt. Eigentlich können wir die Schmiede hier wieder anschmeißen, aber im Moment, nee. 6 Steine haben wir. Okay. Wir haben genug Eisen im Moment. So, dann machen wir noch 4 dazu. 1, 2, 3, 4. Den schmeiße rein. Wunderbar. Die schmeißen wir auch nochmal rüber. So, zack. Die Kiste doch nimmst du mit. Die kommt mit auf den Korn. So, ich weiß nicht, wo der Frosch ist, aber haben wir noch Fleisch einstecken? Nein, bräuchten wir aber. Ich höre die ganze Zeit hier einen Frosch. Den haben wir letzte Folge schon gesucht, ne? Bip, bip. Den esst du mal. Dann esst du den mal. Okay, das passt. Einen machen wir uns neu. Ein. Wir brauchen noch einen Maiskolben. So, haben wir? Ja. So, einmal hier hin. Bip, 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 bip. Und bip. Dankeschön. Trinken können wir auch. Alles kein Problem. Sehr schön. Kann sein, ich auch gleich wieder voll machen. Was soll der Kreuz? Wir haben unbegrenzt versagt. So, den haben wir jetzt. 6:19 PM, also 18:19. Ist zwar eigentlich noch zu früh zum Schlafen, ehrlich gesagt. Aber ich will auch nicht. Haben wir die Helmlichtlampe dann bei? Ja, ne? Ja. Jetzt dahin rennen und dann ist es mittendrin dunkel. Das ist Mist. Das ist größer Mist. Wir werden jetzt noch einmal die Schmiede voll machen und dann legen wir uns schlafen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dip, dip, dip. Dieser Frosch, ne? So, schlafen legen. Sehr schön. Wir schlafen wieder durch bis 6.05 Uhr. Oder 6 Uhr reicht auch, bis wir raufgeklickt haben, ist es 6.05 Uhr. Essen noch eine Kleinigkeit und marschieren gleich los. Ausgeschlafen ist der Junge denn jetzt auf jeden Fall. So, oh gut, das war jetzt ein Tickchen zu früh, aber mach nix, mach nix. Dann hau dir einmal kurz ein schönes Salatchen rein. Hau dir den auch gleich rein, wir machen beide wieder voll. Fleisch kann man auch ein Stück essen.
Schluck da reingehen. Passt alles. Ist doch noch sehr dunkel hier. Wieso? Wir haben 6 Uhr, Mensch. So, wir brauchen aber 2 hiervon. Wir brauchen 2 davon. Und wir brauchen 2 davon auf jeden Fall. Das machen wir noch. Edo. Bieb, bieb, bieb. Döschen hin. Essen müssen wir, ja? Sehr schön. Wasser füllen wir auch gleich wieder auf. Echt, Wasserhaus erforderlich. Das Waschbecken geht nur mit Wasserhaus? Das wusste ich nicht. Strom ist weg, ne? Ew. Das wird nicht lange anhalten. Das Waschbecken braucht also das Wasserhaus. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, das funktioniert so. Aber jetzt haben wir voll, ne? Jo. So, dann nehmen wir nochmal... Fleisch brauchen wir zwar nicht jetzt unbedingt, aber wir nehmen mal 2 Fleisch mit. Oder von mir so alle 3. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Scorpies. Das wäre schon ein Träumchen. Aber das wird nicht lange anhalten, bevor es ausfällt. Ich glaube nicht, dass der sich rechtzeitig hochschaukelt. Tag geht zwar jetzt an, die Solarmodule fangen wieder an zu arbeiten, aber ich glaube, die werden nicht schnell genug auf 100% sein, bevor hier der gespeicherte Strom weg ist. Aber gut, wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Gut, wir fahren gleich los. Ich will nur kurz abwarten wegen dem Strom. Dieser Frosch, ne? Ich bräuchte den Frosch schon dringend, aber den sieht man nirgendwo. So, nehmen wir raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Lichtkorn zu ausmachen. Mittlerweile haben wir genug Licht. Dann gucken wir noch einmal kurz, wir wollen los. Ja, obwohl doch, das müsste reichen. Da geht sehr langsam runter, der gespeicherte Strom. Weil die Solarmodule immer schneller arbeiten. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir definitiv hin. Gut. Den schnappen wir uns in Korn. Und marschieren gleich direkt, ich glaube, diese Richtung da. Wir wollen jetzt nicht zur Kupfermine bei uns. Da waren wir erst. Wir wollen dahin und dahin. Das heißt, wir gehen erst dahin. Das wäre die Richtung. Und marschieren mal los. Ist das ein Wimpy? Das ist ein Wimpy. Okay, warte. Na? Na? Ne? Genau. Schmoddelverbände. Okay, wir treffen eh auf. Skorpione. Und den müssen wir nochmal. Diese Richtung da. Diese da. Gut. So, bei der Aluminiumhöhle wären wir. Ich hoffe, da zieht jetzt keine Schneestürme auf, weil das schneit schon wieder. Das wäre nie zu toll. Gucken wir erstmal hier rein. Naja, gut, ein bisschen was hat er. Er arbeitet auch noch. Ich hatte Angst, der Strom ist schon wieder ausgefallen. Sehr schön, nimm raus. Die Streune kannst du hier reinpacken. Und das ganze Aluminium natürlich hier rein. Das brauchen wir. Sehr schön. Wir gucken natürlich auch nochmal hier. Danke. Ah, aber 3 Stück hinzubauen hat sich schon gelohnt. Wunderbar, wir nehmen sie bei Sicherheitshalber den Hand. Ich traue den Scorpies hier nicht. Arbeiten tun so auf jeden Fall alle 3. Ein Träumchen. Sehr schön. Steine haben wir auch wieder ein paar. Oh, fast eine ganze Kiste Aluminium. Es hat sich doch gelohnt. Sehr schön. Jojo, jojo. Wie gesagt, wir brauchen jetzt kein Blei oder sowas. Scorpies, Alex, ich kann ja mal gucken, ob ich ein paar Scorpies finde wegen Fleisch. Will zwar später die Krokus schlachten, aber noch haben wir ja keinen Schlachttisch da oder so.
Aue, sie haben mich gefunden. Unterlasse dies, du Kritung. Du, gab auf jeden Fall schon mal Fleisch? Haben wir eh zu viel von. Nee. Da ist auch noch einer. Komm mit. So, haben wir noch ein paar mehr Scobies hier? Also drei Fische gereichen. Aua. Schlimm, die Herrschaft. Also hier in dieser Höhle sind echt viele davon. So, drei haben wir. Kriegen wir vielleicht noch einen vierten? Meistens sehen die mich ja, bevor ich sie sehe. Jo, da ist noch einer. Guck mal. Ja, natürlich. Der muss mich noch mal erwischen. Okay. Dann hau rauf, das Ding. Sehr schön. Auf jeden Fall gab es 4 Fleisch, ne? Ja. Mehr wollten wir gar nicht. Alles klar, dann schnappen wir uns jetzt den Wagen und fahren gleich direkt weiter zu unserer Koboldmine. Das brauchen wir auch. Da sind wir wieder schön. Hier ist die gute. Hier haben wir noch einen drin. Ich dachte, hier hätten wir auch schon 2 reingestellt. Ne, wollten wir, hatten wir noch nicht, ne? Aber ein Tudor auf jeden Fall noch. Aber Kobalt brauchen wir jetzt auch nicht in solchen Mengen. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Definitiv. So, dann kommt der Rest Kobalt hier auch rein. Kobalt braucht man ja eigentlich relativ selten, finde ich jetzt. So, dann trinken wir kurz ein Schlückchen. Essen kurz ein Schlückchen oder trinken oder essen kurz ein Stückchen Fleisch. Sehr schön. Und dann werden wir hier nochmal kurz googeln, ob wir hier auch nochmal ein paar Scorpies finden. So 3-4 Stück. Dann haben wir ein bisschen was zum Aufhängen. Wir werden später einen Schlachttisch bei den Krokus hinstellen. Definitiv. Und uns da regelmäßig unser Fleisch besorgen. Da kann man Fleisch gut farmen. Da habt ihr schon recht. Sehr schön. Was war der erste? Da steht ein Scorby. Natürlich. So, das war der zweite. Die ganzen Kampfpilze hier. Wir wollen hier nicht. Alle ausverkauft. Oh, winselig. Vor lauter Pilzen sieht man auch keine Skorpione, mal abgesehen davon. Und mit diesem Fitzelicht sieht man ja noch auch nicht wirklich mehr. Ah, okay, aber insgesamt dürfen wir 6 Fleisch haben. Das ist auch schon mal was. Das ist ja auch schon mal was, oder? Jo, passt doch. Wunderbar. Dann schnappen wir uns jetzt wieder unser Kochen. Gehen zur richtigen Richtung raus. Mach mal das Ding aus. Und marschiere nach Hause. Und Kupfer brauchen wir jetzt nicht gucken. Da haben wir es geguckt. Der hört nicht viel. Da müssen wir direkt in diese Richtung. Jo, das kriegen wir hin. Hoffen wir nochmal, dass unser Molk inzwischen wieder gut Holz gesammelt hat. Und wir werden uns jetzt erstmal, nachdem wir das Aluminium geschmolzen haben, hauptsächlich erstmal um die Bordereien kümmern, zumindest um 2 Stück. Weil ich glaube, das ist momentan das Hauptproblem, weil tagsüber und wenn es nicht regnet, reicht ja eigentlich der Strom. Auch wenn es nur gerade eben so reicht, aber er reicht. Probleme gibt es halt bei Schneeregen oder in der Nacht, weil der Stromsbräuch einfach nicht reicht. Guck mal, jetzt haben wir mich gerade ein bisschen Strom über, der lädt gerade erst wieder langsam auf.
Jo, wir müssen mehr in den Speicher reinkriegen, aber trotzdem schafft er das nicht, ihn schnell genug aufzuladen. Also wir müssen eigentlich beides machen. Aber gut, dafür das Aluminium zusammenzukriegen, ist eine Kunst, ne? Komm erstmal mit rein. So, wir kennen das Theater hier. Wir ziehen jetzt gleich erstmal die Klamotten aus. Sonst hat er hier gleich wieder Hitzeproblemchen. So. Den nehmen erstmal Aluminium mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal 10 Stück an der Reihe, ist mir noch nie aufgefallen. So, mach an das Ding. Sehr schön. Da kann er sich hier schon mal drum kümmern. Wir nehmen in der Zwischenzeit hier das Stone-Teil mit. Still hin. Der ist ja auch inzwischen fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Horren. Konnte hier mich auch wohl erschmilzen. So. Na ja, gut, Eisen haben wir ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. Alles kein Problem. Hier hatten wir gar nichts drin, ne? Doch. Gut, dann ziehen wir jetzt die Klamotten wieder an. Das ist das, was ich meinte von zwei Folgen. Es ist ziemlich nervig. Und hängen hier erstmal das Fleisch auf. Das ist ein bisschen, was wir haben. Aber es ist ja auch zum Glück nur im Winter so. Und der Winter müsste auch nicht. Können wir, glaube ich, mal gucken. So langsam, aber sicher mal gegen Ende gehen. Obwohl wir bis jetzt noch nicht einen einzigen Snakesturm hatten. Was mich ein bisschen wundert. Gut, heute ist Mittag rum und wir sind im Februar. Ja, ja, geht langsam gegen Ende. Noch nicht ganz, aber geht langsam. Die lassen wir mal arbeiten. Wir müssen eigentlich beides machen. Speicher erhöhen und die Stromzufuhr erhöhen. Mehr Speicher ist gut und schön, dann reicht der Strom wahrscheinlich über Nacht und ein paar Regen. Und wiederum bringt uns nichts, wenn wir ihn nicht schnell genug aufgeladen kriegen. Und den kriegt er ja gar nicht mehr voll, den Speicher. Aber gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Morgen ist immer noch dabei, wie ich gerade sehe. So, das ist fertig. Dann haben wir gleich 10 neueren. Obwohl wir auch eine ganze Menge Aluminium mitgebracht haben. Das ist ein Träumchen. Eigentlich... Ne, ich mache erstmal die Windmühle. Aber wie gesagt, das bringt uns nichts, den Speicher zu erhöhen. Wir kriegen ihn ja gar nicht mehr voll. Wir müssen erstmal hier drum kümmern. So, hier war schon alles drin. Hier fehlte nur noch Aluminium. 10 Stück pro Windmühle. Das ist ja das Teure an dem Ding. Okay. Ja gut, 10 schmelzen jetzt nochmal. Dann machen wir die auch nochmal. Dann haben wir ja gut 40 mehr. Vielleicht lädt sich dann der Speicher ein bisschen mehr auf. Oder schneller auf. Ich brauche einmal 8 Kobalt. Ich hoffe, die haben wir. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Danke. So, zumindest 2 weitere Windmühlen fertig kriegen. Dürfte dauerhaft 40 Strom geben. Warte mal. Erstmal die da. Sehr schön. Und denn die hier ist auch soweit alles drin, bis auf Kobalt, ne? Und Blei fehlen auch noch 4 Bar, aber die haben wir. Genau. Ja, ja, das sollte sich machen lassen. Hoffe ich. Gut, 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 gut. Der ist bestimmt fertig. Ne, noch nicht ganz. Blei haben wir die 4 Bar, ne? Jo, 1, 2, 3, 4. So, dann nimm die 10 auch schon mal raus. Kannst aber auch gleich hier reinschmeißen. Der ist fertig. So, und das haben wir jetzt nochmal in die Windmühle. Haben wir zumindest 2 weitere fertig. Sehr schön. Gut, hier fehlt dann wieder jede Menge Aluminium. Da hätten wir noch einmal 10, aber ich glaube, die stecke ich jetzt erstmal in den Speicher. Blei und Kobalt ist nicht so das Problem. Es sind ja schon mal 40 mehr. Also schneller aufladen müsste er jetzt eigentlich schon. Zumindest ein Tickchen.
Oh, jetzt haben wir nämlich 130 Strom über, klar, 40 mehr. Aber ob das Schnee genug ist, ist noch die Frage, ne? Oh, Häuste ist ein Worten. Ich versuche sowieso letztendlich den Strom komplett über Windmühlen laufen zu lassen, auch wenn sie nur 20 bringen, aber sie arbeiten halt durchgehen, ne? Oh. Ich glaube, wenn ich jetzt noch zwei Batterien fertig baue, dann haben wir zumindest speichermäßig erstmal für längere Zeit kein Problem. Dann können wir uns wirklich komplett um die Stromversorgung kümmern, denke ich. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht mehr, wie viel Aluminium wir pro Batterie brauchen. Ne? Mal kurz googeln. Und wir hatten ja schon sofort alles drin. 4. Ja, dann kriegen wir definitiv 2 fertig. Das wäre doch ein Träumchen. So, die nimmst du auch mal mit. Du nimmst auch mal das Kobalt mit. So, das raus. Du hast alles drin. Sehr schön. Was stecken wir denn in die Batterien? Sehr schön. Und hier fehlen dann später auch nur noch 2. So, speichermäßig dürfen wir jetzt für längere Zeit keine Probleme mehr kriegen. Definitiv nicht. Stromspeicher von 6032 aktuell. Jetzt können wir uns wirklich erstmal noch um die Stromversorgung an sich kümmern. Wir haben mittlerweile auch schon 8 Windmühlen stehen. Das ist eine Anzahl. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, voll kriegt das auch nicht mehr, ne? Obwohl, abwarten. Wenn es nicht zwischendurch zu oft regnet, könnte es klappen. Wir sind 130 übriger Strom schon mal besser als 90. Jo, ich weiß, dir ist warm. Wir stehen ja auch 2 Minuten zu lange im Haus, ne? Gut. Aber es zieht auch schon wieder schlechtes Wetter auf, wie es aussieht. Auf jeden Fall arbeiten die alle. Und Räumchen. Wenn ich bloß wüsste, wo hier dieser rumquiekende Frosch ist. Das wäre ein Träumchen. So, die ist auf jeden Fall voll, Bretter voll, Öl hat er. Sehr schön. Wie sieht's hier aus? Oh, Mike hat fast voll. Wunderbar, da können wir auch hier weitermachen. Mehr Aluminium bringt uns aktuell nichts. Weil das ja erstmal wieder jetzt abbauen muss. Aber hoffen wir mal, dass er jetzt mit dem Strom eine ganze Ecke weiterkommt. Er kann jetzt ein bisschen mehr produzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und er konnte jetzt auch definitiv... So, dann nehmen wir jetzt mal raus. Das war Aluminium. Die kommen da oben in die Batterie. Kobalt kommt hier rein. Ein bisschen mehr speichern. Aber ich glaube, die Batterien hier reichen erstmal. Da bin ich mir sicher. Wir haben die 5 Elektrikteile nicht, das können wir die im Moment nicht bauen, aber die dürften erstmal reichen. Die Speicher kriegen wir aktuell eh nicht voll. Nö, aber über 3000 ist er zumindest mal wieder gekommen, das hat er schon lange nicht mehr. Also so Träumchen. Aber ich glaube nicht, dass er die 6000 voll kriegt, dafür ist einfach zu wenig Strom übrig. Was heißt als nächstes Stromversorgung? So, hier haben wir noch ein bisschen Kobalt. Ja, du Jammerlappen, wir müssen eh gleich raus. Den Firmen 1 denken, 5. Ah, Eisen haben wir auch nicht genug, ne? Aber gut. 6, 7, 8, 9, 10. Kriegen wir den Rest Kobalt noch mit weg? Du kommst raus, mein Freund. Sehr schön. Einmal kurz, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, vom Vampi oder so? Biotreibstoff, wir wollen es nach oben bringen. Sehr schön. Und den Post hat schon. Gut, den können wir hier weiter bauen. Ehe gesucht. Wir müssen die noch ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Die Säule muss erstmal ein bisschen weiter. Aber das kriegen wir alles hin. Wir haben ja jetzt Holz und alles wieder da. Und zwischenzeitlich kann er wieder auch ein bisschen Aluminium. Wäre schön, wenn sich mal ein Bär oder so vorbei irren würde. Würde mich sehr, sehr freuen, ehrlich gesagt. Aber irgendwie haben wir das Glück sehr selten. Und getäuscht habe ich mich anscheinend auch. Was Wetter betrifft. Ja, geht aber. Noch sind wir im Februar, dürfte aber nicht mehr lange dauern.
Strom lädt sich sehr gut auf, weil ich denke mal 4000 wird er hinkriegen. 5000 glaube ich eher weniger. 6 schon mal gar nicht. Aber zumindest haben wir etwas überschüss. Problem ist halt, wenn schlechtes Wetter ist, fahren die runter und bei Nacht arbeiten die gar nicht. Na gut, wir werden sehen. Wir werden sehen. Denn sind wir heute erstmal am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.